Freunde an den Bildschirmen, liebe Künstler, ich begrüße Sie aus dem schönen Wehr. Nach dieser rasanten musikalischen Einstellung von unserem Konzertpianisten hoffe ich, dass Sie sich alle vor dem Bildschirm bequem gemacht haben. Denn ich möchte gerne mit Ihnen jetzt drei schöne Stunden verbringen, um die Preisträger und Preisträgerinnen des Lothar Späth-Förderpreises 2020 zu ehren. Das Corona-Jahr hat uns ja leider die öffentliche Veranstaltung vermiest. Wir mussten das jetzt in die Halle verlegen und werden das per Livestream durchziehen. Denn die Siegerinnen und Sieger möchten ja gerne die wohlverdiente Auszeichnung empfangen. Und das werden wir heute vollziehen. Der Lothar Späth-Förderpreis ist seit 2006 vorhanden. Er wird heute zum 14. Mal vergeben. Ja, unter diesen Bedingungen, wie sie jetzt sind, aber man muss sie einfach akzeptieren. Der Kunstpreis, der wird national und unter Einbezug der Schweizer Grenzregion ausgeschrieben und vergeben. Es ist heute eine der wichtigsten Auszeichnungen für Kunst im Kontext von geistiger Behinderung. Das Ziel ist, unbekannte Künstlerinnen und Künstler zu fördern, ihr Schaffen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In den letzten Jahren hat sich die Kunst von Menschen mit geistiger Behinderung zunehmend weiterentwickelt. Es ist unser Anspruch, die künstlerische Qualität und das Schaffen dieser Außenseiterkunst sichtbar zu machen. Mit den heutigen Auszeichnungen wollen wir die Bedeutung dieser Kunstrichtung weiter fördern. Das war die Einführung. Nun darf ich an unseren Meister, Herrn Michael Tag, übergeben. Er ist gleichzeitig Vorsitzender der Lothar Späth-Förderpreisstiftung. Vielen Dank, lieber Uli Delhay, liebe Preisträgerinnen und Preisträger des Lothar Späth-Förderpreises 2020, liebe Stiftungsräte der Lothar Späth-Förderpreisstiftung, meine sehr geehrten Damen und Herren hier in der Halle, aber eben auch im World Wide Web in der ganzen Welt, vor allem aber auch eben in den Einrichtungen unserer Preisträgerinnen und Preisträger. Ulrich Delhay hat gerade gesagt, wir hätten gerne vor einem Jahr im Sommer 2020 hier eine würdige Preisverleihung veranstaltet. Das ist uns, wie vieles, vieles andere, durch das Coronavirus verwehrt worden. Wir haben aber dann im Stiftungsrat darüber diskutiert, zunächst gehofft, wir könnten 2021 dann hier die Preisverleihung physisch durchführen. Aber auch das, Sie alle wissen es, ist aufgrund der Infektionslage in der Bundesrepublik, auch in Baden-Württemberg, nicht möglich. Deshalb auf diesem Weg, und es ist ein Experiment, ich glaube, Sie erleben es gerade auch an den Bildschirmen, wie wir mit der Technik auch zwischendurch kämpfen. Aber ich glaube, es ist der richtige Weg. Die Preisträgerinnen und Preisträger des vergangenen Jahres dann wirklich auch auf diesem Weg denn zu ehren. Der Lothar Späth-Förderpreis, Ulrich Delhay hat es angedeutet, ist die wichtigste Auszeichnung für bildende Künstlerinnen und bildende Künstler mit geistiger Behinderung im deutschsprachigen Raum. Er ist von Lothar Späth, unserem ehemaligen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, 2006 gestiftet worden. Und das Ziel von Lothar Späth war, auf den hohen Wert der Kunst, den hohen Wert der Kunst auch von Menschen mit Behinderung, denn auch hinzuweisen. Und sein Ziel war aber auch die Integration, heute die Inklusion von Menschen mit Behinderung in unsere Gesellschaft zu fördern. Und dazu hat er auch den Bezug zu unseren Schulen gesucht. Es war ihm wichtig, dass junge Menschen auch den Bezug, den direkten Kontakt
zu unseren Preisträgerinnen und Preisträgern bekommen. Und deshalb begrüße ich auch heute in unserer Stadthalle die Leiterin, Direktorin unserer Realschule und in Vertretung der Schülerinnen und Schüler der Realschule ganz wenige, aber doch einige, Sie werden sie nachher auch sehen, Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen und danke, dass Sie heute da sind, weil das im Geist Lothar Späths eine ganz wichtige Verbindung ist. Lothar Späth, und wer ihn kannte, weiß das, war nicht nur ein begnadeter Politiker und ein begnadeter Wirtschaftsführer, sondern es ging ihm auch um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und er hat immer gerade die Inklusion schwächerer Menschen in unsere Gesellschaft in den Vordergrund gestellt. In vielen Gesprächen, die ich auch persönlich mit ihm führen durfte, hat er das als wichtigste Aufgabe der Gesellschaft der Bundesrepublik in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts genannt. Und wir sind ja gerade in der Mitte dieser ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Über unsere Schirmherrin Anne-Sophie Mutter, die nachher auch zu uns sprechen wird, und unseren Ehrenbürger in der Stadt Wehr, Pfarrer Paul Gräb, kam Lothar Späth zum Projekt Kunst und Diakonie und hat hier gesehen, wie bildende Kunst von Menschen mit Behinderung denn auch Inklusion fördern kann. Und deshalb kam er vor 15 Jahren auf den Gedanken, hier einen Preis zu stiften, der vor allem das Ziel einer Öffentlichkeitswirksamkeit hat. Es war ihm immer auch wichtig, Wert darauf zu legen, dass es eben ein Wettbewerb einerseits ist, dass aber letztendlich alle, die hier Werke einreichen, denn auch schon zu den Gewinnern gehören. Und dann sind wir auch schon beim Preis 2020. Wir hatten 202 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz. Und die Jury mit Elena Romanzin, die nachher auch zu Ihnen sprechen wird, mit Marion Linder und mit Stefan Budian, hat sich ganz kurz vor Beginn der Pandemie in Baden-Württemberg am 16. März 2020 in unserer Realschule getroffen und hat dort dann die drei Preisträgerinnen und Preisträgerwerke, die 10 Anerkennungspreiswerke und die 2 Sonderpreiswerke ausgewählt. Ich war bei diesem Termin zeitweise mit dabei und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, ich hätte die Aufgabe der Jury nicht wahrnehmen wollen, denn wenn Sie sich diese Werke angesehen haben, dann war es eine wirklich schwere Aufgabe, aus diesen Bildern dann wirklich auch die schönsten, besten 15 herauszusuchen. Aber ich glaube, die Kuratorin des Lothar Späth Förderpreises 2020, Elena Romanzin, wird Ihnen nachher dann auch schildern, wie die Jury zur Auswahl kam. Ich möchte dem Stiftungsrat, den beiden Stiftungsrätinnen und den beiden Stiftungsräten herzlich Danke sagen, weil wir haben in den vergangenen Monaten intensiv miteinander diskutiert, wie führen wir denn die Preisverleihung des Lothar Späth Förderpreises 2020 durch. Und dass wir heute diese digitale Veranstaltung haben, ist wesentlich der Entscheidung der Stiftungsräte zu verdanken. Danke, meine Damen, meine Herren. Und ich möchte durchaus anfügen, wir wissen alle, dass es ein Experiment ist. Es soll auch, und auch das möchte ich klar sagen, nicht die Blaupause für die kommenden Preisverleihungen sein, weil wir hoffen, dass wir uns in einem Jahr wieder hier in der Stadthalle in Wehr physisch treffen können. Ich möchte aber diesem Dank auch den Leiter unseres Kulturamtes, unseren Frank Wölfel, mit einschließen, weil Herr Wölfel, Sie waren auch derjenige, der hier die technische Realisierung durchgeführt hat. Und von daher gebührt Ihnen ein großer Dank für die Durchführung der diesjährigen, die Vorbereitung und jetzt auch Durchführung der diesjährigen Preisverleihung des Lothar Späth Förderpreises. Meine Damen und Herren, Sie dürfen sich auf 15 großartige Kunstwerke freuen, die Ihnen in den nächsten
anderthalb Stunden gezeigt werden. Ich wünsche Ihnen allen eine angenehme, eine schöne Preisverleihung und wir werden jetzt gleich schön der Reihe nach dann auch die Geheimnisse lüften und ich denke, Sie freuen sich mit mir auch auf die Videobotschaft unserer Schirmherrin Anne-Sophie Mutter und Anne-Sophie Mutter wird gleich zu uns sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier im Saal und draußen in ganz Deutschland. Liebe Preisträger des diesjährigen Lothar Späth Förderpreises, sehr verehrter Bürgermeister Tata, meine lieben Damen und Herren. Leider können wir dieses Jahr diesen wunderbaren Förderpreis für die bildende Kunst nicht miteinander feiern. Ich hoffe, Sie sind gut durch die schwierigen Monate gekommen und waren immer in der Nähe Ihrer Lieben und konnten sich, ja, wenn auch oft nur virtuell, in den Arm nehmen. Aber Kunst ist ja auch immer eine Umarmung des Künstlers für und an sein Publikum. Und ich weiß, dass die Kunst, nicht nur die Musik, aber eben auch die bildende Kunst ein wunderbares Refugium ist für die kreativ Schaffenden, aber für uns Betrachter natürlich auch immer wieder eine Möglichkeit, uns neu zu entdecken, unsere Einstellung zur Realität neu zu definieren und in großer Bewunderung in Werken zu versinken, wie beispielsweise denen unserer wunderbaren Wettbewerbsteilnehmer, die uns ein großes Geschenk bereiten, ein Geschenk der emotionalen Offenheit, ein Geschenk der Verletzlichkeit, eine persönliche Botschaft einer Kreativität, die uns alle vereint und die uns ja alle in einer Brudern- und Schwesterschaft uns begegnen lässt. Ich bin besonders stolz auf die Jury und deren wertvolle Arbeit, auch in diesem Jahr Werke zu prämieren, obwohl wir natürlich alle verstehen, dass in der Kunst eigentlich ein Maßstab der Beurteilung nicht passt. Denn ich glaube, es war Ravel, der große französische Komponist, der gesagt hat, Wettbewerb ist etwas für Pferde, nicht für Künstler. Trotzdem müssen wir alle dankbar sein, dass es den Lothar Späth Förderpreis gibt. Wir wissen, dass alle Preisträger ungeachtet der Reihenfolge sozusagen künstlerisch gleichwertig wertvoll sind und ich gratuliere allen von Herzen. Und der Lothar Späth Preis, wie eigentlich jeder Wettbewerb, ist ein wunderbarer Fokuspunkt, auf den man sich als Künstler ausrichten kann, der inspiriert, der aber auch den notwendigen Druck aufbaut, um eben dann sich auf der Leinwand oder in einer Skulptur sozusagen zu entladen, auszudrücken und ja sein Innerstes nach außen zu kehren. Ich bin Ihnen, liebe Künstlerkollegen, zutiefst dankbar für dieses nach außen kehren Ihres Selbst, für Ihre große Begabung, für Ihre Leidenschaft und für die Fähigkeit, uns zu inspirieren und zu berühren. Und ich wünsche Ihnen viel, viel Freude dieses Jahr und bin bereits jetzt leidenschaftlich begeistert, ob der Tatsache, dass wir uns sicher 2022 zum nächsten Lothar Späth Förderpreis persönlich begegnen werden. Die Ausschreibungen beginnen ja bereits diesen Herbst und ich hoffe, Sie alle nehmen wieder teil. Und ich freue mich schon heute darauf, dass ich einige Ihrer Kunstwerke wieder erstehen darf. Sollte mir nicht wieder ganz wehr und umland zuvorkommen. Ich habe schon Wände freigeräumt und bin begeistert, meine Sammlung dank Ihnen vergrößern zu dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Verleihung, inspirierende Momente und gratuliere Ihnen allen von ganzem Herzen für Ihre großartige Leistung. Bleiben Sie mir gesund, ich bleibe Ihnen verbunden und wir sehen uns nächstes Jahr.
Ja, ich trete wieder ans Rednerpult, diesmal mit Handmikro. Das andere hat mich im Stich gelassen, aber ich denke, das ist die einzige Panne, die wir heute erleben. Zunächst mal einen herzlichen Dank an Ann-Sophie Mutter und an den Bürgermeister Michael Tater für ihre eindrucksvollen Worte und die auch die Wichtigkeit des Preises und dieser Kunst unterstrichen haben. Dass Frau Mutter uns nächstes Jahr wieder mit ihrem Besuch beglückt, das habe ich mit Freude vernommen und da können wir uns schon alle drauf freuen. An dieser Stelle möchte ich auch mich schon herzlich bedanken bei Georgi. Er ist einfach ein Poet am Klavier, man hat es eben gesehen. Bereits als junger Pianist war er schon weltweit auf Tour und gefragter Gast bei renommierten Orchestern. Aber auch in Wehr ist er kein Unbekannter, er ist nicht zum ersten Mal hier. Er zelebriert seit Jahren das Neujahrskonzert mit großer Bewunderung von allen Wehrer Bürgern. Es gibt kaum noch Karten, wenn man hin will. Und ich hoffe, Georgi, dass wir dich im Januar wiedersehen. So, dann können wir fortfahren. Wir kommen jetzt langsam weiter. Es wird langsam spannend. Die Staffeleien hinter mir sind noch leer, aber das wird sich bald ändern, denn hier werden die Siegerbilder präsentiert. Lassen Sie mich aber zuvor kurz noch die Jury des Lothar Späth Förderpreises 2020 vorstellen, denn sie ist wie immer zusammengesetzt aus bekannten Künstlerinnen und Künstlern und kompetenten Personen. Das ist wichtig, denn sie hat die Aufgabe, wie wir eben gehört haben, aus mehr als 200 Einsendungen die 3 Hauptpreise, 10 Anerkennungspreise und 2 Sonderpreise auszuwählen. Wahrlich keine leichte Aufgabe, denn die eingesandten Bilder weisen immer mehr und mehr höhere Qualität aus. Und schließlich sollten natürlich auch die ausgelobten Preisgelder von 2.300 Euro an diejenigen vergeben werden, die die Besten sind. Und dazu brauchen wir eine gute Jury. In der Jury waren folgende Personen: Elena Romanzin, die werden wir gleich noch sehen und hören. Sie ist eine italienische Malerin und Dozentin, Kuratorin des Lothar Späth Förderpreises und der begleitenden Ausstellung mit den Preisträgerbildern und sie ist Vorsitzende der Jury. Seit 2012 lebt und arbeitet die Malerin in Wehr und hat im selben Jahr eine Malschule gegründet. Ihr Ziel ist es, ein handwerklich erlernbares Zeichnen und Malen zu vermitteln. Ihre Schülerinnen kommen aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Ihre Kurse am Hochrhein werden um ein Angebot an Malkursen und Malreisen bis nach Italien und anderen schönen Ländern ergänzt. In all ihrem Handeln lebt sie Inklusion, ohne dass sie zwangsläufig das demonstrieren muss. Das zweite Jurymitglied ist Marion Lindner. Sie ist der Lebenshilfe Zollernalb zu Hause. Dort gründete sie die Kunstgruppe U7 für Menschen mit Behinderung, die heute noch im Förderverein U7 ihren Sitz hat. Den Lothar Späth Förderpreis hat Marion Lindner erstmal im Jahre 2009 kennengelernt und sie ist seither ein großer Fan dieses Preises, da er, wie sie sagt, eine echte Teilhabe für Künstler und Künstlerinnen mit Behinderung ist. Sie sagt aber auch, Menschen mit Behinderung, die sich der Kunst verschrieben haben, sind in ihrer Art des Ausdrucks einzigartig. Sie sollte in jeglicher Art allen Menschen, die Kunst lieben, zugänglich gemacht werden. Das dritte Jurymitglied ist Stefan Budian. Stefan studierte freibildende Kunst an der Johann Gutenberg Universität in Mainz bei Professor Friedemann Hahn. 1995 machte er seinen Abschluss als Diplom- und Meisterschüler. Er ist heute freischaffender Künstler und lebt in Mainz. Sein Können wurde in vielen Ausstellungen in Europa und in den USA gewürdigt. Stipendien, Gastaufenthalte in Ruanda, Italien und USA begleiteten seinen Weg.
auch seine Kunst im öffentlichen Raum, zum Beispiel im Abgeordnetenhaus in Rheinland-Pfalz oder hier in der Stadthalle Wehr, sind hervorzuheben. Ganz besonders sind seine Schatzbilderprojekte. Hier gibt es das Evolving Space seit 2007, Ruanda Treasure Painting, Kigali, Ruanda 2015, das Gemeindebild der evangelischen Emmaus-Gemeinde in Eppstein-Bremtal sowie das Visigrad 4-Schatzbild Mainz und das Projekt Visigrad Staaten 2019 bis 2021. Elena, jetzt darf ich an dich übergeben, denn du wirst jetzt uns erklären, wie ihr zu den Preisen kommt. Der Lothar Späth Förderpreis ist ein Wettbewerb für Künstler mit geistiger Behinderung. Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren 2019 eingeladen, mitzumachen und Zeichnungen, Gemälde, Illustrationen, Collagen oder andere zweidimensionale Kunstwerke für den Wettbewerb in 2020 einzureichen. Die Jury hat die Kunstwerke zunächst digital analysiert und später eine Auswahl von rund 90 Werken zur genaueren Begutachtung in der Jury-Sitzung hier in Wehr angefordert. Auf diesen inspirierenden Beiträgen hatten wir Juroren die schwierige Aufgabe, unsere Auswahl auf 3 Hauptpreise, 2 Sonderpreise und 10 Anerkennungspreise zu beschränken. Bei der Auswahl der Preisträger ging es ausschließlich um die ästhetische Qualität der eingereichten Arbeiten. Auch Originalität und Technik wurden berücksichtigt. Viele der Kunstwerke sind bemerkenswert und daher fiel die Entscheidung der Jury nicht leicht. Dies ist aber ein Wettbewerb. Und deshalb mussten wir uns auf eine kleine Auswahl an Gewinner festlegen. Begleitet wird diese Preisverleihung ab Sonntag von einer Preisträgerausstellung in der Galerie des Alten Schlosses hier in Wehr, bei der die 15 Kunstwerke der Preisträger bewundert, aber auch erworben werden können. Das Gleiche gilt auch online für die Website des Lothar Späth Preises. Aber jetzt kommt der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Wir beginnen zunächst mit dem Würdigen der 10 Anerkennungspreise. Ja, jetzt wird es wirklich spannend. Es werden die Preisträger und Preisträger nacheinander aufgerufen. Elena wird dann die Bilder zu den Bildern etwas sagen. Wir werden hierbei unterstützt von der Realschule in Wehr, von der Schülerinnen und Schüler der Schülerfirma Emo. Sie werden die aufgerufenen Künstler, deren Bilder dann jeweils auf die Staffelei stellen. Wir fangen an mit den 10 Anerkennungspreisen, die jeweils mit einem Preisgeld von 100 Euro dotiert sind. Den ersten Anerkennungspreis erhält Iris Kästner. Ein tanzender Engel ist der Protagonist dieser Radierung. Elegant und leicht nimmt der Engel fast die gesamte Oberfläche des Gemäldes ein. Die Verwendung einfacher Komplementärfarben, Blau und Orange, bringt Harmonie in die Komposition. Eine große Dynamik entsteht in der Wahl der Position von Armen, Beinen und Körper. Der Engel macht eine Pirouette, leicht auf einem Bein, sehr gut ausbalanciert. Die Flügel tanzen um den Körper herum und begleiten die Bewegung. Für ihren tanzenden Engel erhält Iris Kästner einen Anerkennungspreis.
Kommen wir zu dem zweiten Anerkennungspreis. Der geht 2020 an Ronald Saladin aus Basel. Dieses kleine abstrakte Arbeit auf Papier, konzertiert auf einer Fläche von nur 42 x 30 cm, eine wunderbare Farbtiefe und räumliche Perspektive. Die Farbwahl erinnert an einen recht tropischen Strand, den man nach der Durchquerung des Regenwaldes erreicht. Das intensive Türkis des oberen Teils steht im starken Kontrast zu den verschlungenen Linien und Formen, die in einer Vielzahl von grünen Farben für den unteren Teil verwendet werden. Diese Tiefenwirkung wird durch den komplexen Einsatz von verschiedenen Schreiben und Stiften verstärkt. Die Linienführung beginnt groß und offen und wird dann immer kleiner und dichter. Für dieses Kunstwerk erhält Ronald Saladin aus Basel einen Anerkennungspreis. Vielen Dank. Dann kommen wir zum dritten Anerkennungspreis, der an Thomas Kraft aus Ebernach geht. Abstrakte Kunst bietet oft die Möglichkeit, wichtige Botschaften auf einfache Weise zu vermitteln. Das von Thomas Kraft gewählte Medium für dieses Kunstwerk ist Kreide. Auf einem großen Blatt Papier hat er verschiedene Lebenswerke markiert. Die Markierungen sind unregelmäßig. Sie haben nicht alle die gleiche Größe, Farbe oder Länge. Sie haben auch nicht den gleichen Hintergrund. Denn so ist das Leben, von Person zu Person sehr unterschiedlich und voller Überraschungen und Möglichkeiten. Thomas Kraft aus Ebernach erhält einen Anerkennungspreis für seine Kreidezeichnung Lebenswege. Dann kommen wir zum vierten Anerkennungspreis. Dieser geht an Cornelia Glowniewski aus Berlin. Ein Pinguin steht in seinem Lebensraum auf dem Schnee. Die Komposition, die Schlichtheit, die Farbwahl, alles ist da, um ein Gefühl von Frieden zu vermitteln. Die Farben stellen eine typische Schneeszene sehr realistisch dar und reichen von Blau über Violett bis hin zu Grautönen. Für einen Künstler ist der Schnee schließlich nicht weiß. Auf den zweiten Blick erkennen wir jedoch, dass dieser Pinguin allein da ist, mitten in einer Schneebank, isoliert von den anderen. Pinguine sind soziale Tiere, die in Kolonien leben. Was ist die Geschichte dieses Pinguins? Wo ist der Rest seiner Familie? Cornelia Glowniewski lässt uns mit dieser offenen Frage. Für das Bild Tier Nummer 7, der Pinguin, erhält die Künstlerin aus Berlin einen Anerkennungspreis. Dann geht es weiter mit dem fünften Anerkennungspreis. Dieser geht an Gottfried Rathenfelder nach Tübingen. Ein schönes Beispiel für Radierung ist dieses Kunstwerk von Gottfried Rathenfelder. Der Protagonist ist ein sehr großes Boot, das mit vielen Details dargestellt ist. Um das massive Boot herum sind Menschen und Paddel. Es erinnert an eine Ruderregatta mit jubelnden Leuten. Die Komposition ist sehr ausgewogen, wobei nur wenige Farben ausgewählt wurden, um den Effekt auszugleichen. Die Farbe des Wassers wechselt von Blau zu Grün und Grau in eine sehr realistische Darstellung der Farbpalette von Wasserlandschaften. Gottfried Rathenfelder erhält einen Anerkennungspreis für seine Radierung. Ja, die Hälfte der Anerkennungspreise sind vergeben. Ich hoffe, die Gewinnerinnen freuen sich. Gehen wir die zweite Hälfte an. Der sechste Preis geht an Angelika Gelbart aus Mosbach.
Die Kunstgeschichte ist voll von Hinweisen auf Dämonen und mythologische Figuren. Die berühmteste von allen, Medusa, mit Schlangen im Haar, würde im Laufe der Geschichte von Künstlern wie Böcklin, Caravaggio, Leonardo da Vinci und anderen gemalt. Die Dämoninnen von Angela Gelbart sind groß und imposant, mit Schlangen im Haar und großen Spiralaugen, um ihren Betrachter zu hypnotisieren. Aber sie sind auch bunt mit großen Flächen in Blau und Rot. Die große 70 x 100 cm Zeichnung auf Papier ist mit Öl-Pastellkreiden gemacht, die mit großen Strichen fast die Oberfläche des Papiers zerkratzen. Für ihr Kunstwerk Dämoninnen erhält Angela Gelbart aus Mosbach einen Anerkennungspreis. Ja, dann kommen wir zum 7. Anerkennungspreis. Dieser geht an Alexander Jenecke aus Thale. Pferde begleiten die Menschheit seit langem als treue Begleiter. Das erste Mal in der Kunstgeschichte, dass Pferde von Menschen bemalt wurden, waren die prähistorischen Höhlenmalereien in Lascaux von 17.000 Jahren. Seitdem wurde die Freundschaft zwischen Mensch und Pferd im Laufe der Jahrhunderte von zahlreichen Künstlern dargestellt, oft in sehr großen Reiterskulpturen zum Beispiel. Der Linotschnitt des Künstlers Alexander Jenecke ist mit nur 20 x 30 cm recht klein. Aber auf dieser kleinen Fläche und mit einfachen Linien hat der Künstler viel Kraft und Macht vermittelt. Alexander Jenecke erhält für sein Wildpferd einen Anerkennungspreis. Es geht rasant weiter. Der 8. Anerkennungspreis geht nach Braunheim und der Gewinner ist Christian Wagner. Umweltthemen werden zunehmend von Künstlern in ihren Kunstwerken umgesetzt. Ein Thema für Christian Wagner ist die Bedeutung von Tieren und Natur für das Wohlergehen aller Lebewesen. Seine Kunstwerke werden mit verschiedenen Materialien wie Farbe, Klebeband und Collage erstellt. Das Ergebnis ist brillant. Die Figuren sind lediglich mit einer Graffiti-Technik auf die Oberfläche gekratzt. Aber diese einfachen Konturen geben ein sehr harmonisches und fröhliches Bild. Eine Biene ist das Zentrum der Komposition. Um sie herum sind zwei Hunde, die mit ihrer imponierten Größe eine Wächter- und Beschützerrolle haben. Die Sonne und die drei großen Blumen vervollständigen die Komposition. Für sein Bild Zwei Hunde und eine Biene erhält der Künstler Christian Wagner einen Anerkennungspreis. Kommen wir zum 9. Anerkennungspreis. Dieser geht an Dieter Hauf aus Quedlinburg. Zehn Stühle nehmen die gesamte Fläche des Gemäldes ein. Sie sind leuchtend, bunt und skizzenhaft. Im Moment sitzen keine Leute darauf, aber diese Stühle wissen, dass sich bald wieder Freunde treffen und neue Gespräche auf diesen Stühlen stattfinden werden. Die Stühle sind alle unterschiedlich in Größe und Form und Ausstattung, so wie es ihre Bewohner sein werden. Sie bilden ein farbfrohes und einladendes Bild. Es ist ein Stuhlkreis unter Freunden. Man kennt sich und hat vieles gemeinsam. Wie die Farben zeigen. In allen steckt ein bisschen Rot, Gelb und Grün. Es ist schön, auf diesen Stühlen zu sitzen. Sie haben viel zu erzählen. Für seinen Stuhlkreis erhält der Künstler David Haufe aus Quedlinburg einen Anerkennungspreis. Somit kommen wir zum letzten, den 10. Anerkennungspreis.
Dieser geht an Andreas Fink aus Eisenach. Nilpferd ist der Titel dieser Tuschezeichnung auf Papier. Einfache wässrig-violette Schichten bilden den einzigen Farbakzent des Kunstwerks, über dem die schwarze Tinte der Zeichnung einen tiefen Kontrast in Stil und Ausführung schafft. Auf dieser violetten Umgebung befinden sich mit akribischer Präzision hunderte von schwarzen, sehr feinen Linien, die miteinander verbundenen Formen bilden. Bei genauerem Hinsehen wirken die Linien wie in das Papier geritzt. Die komplizierte Konstruktion und das Netz aus Linien schaffen ein dreidimensionales, fast mechanisches Wesen. Für sein Nilpferd erhält Andreas Fink aus Eisenach einen Anerkennungspreis. So, damit haben wir die Anerkennungspreise vergeben, was natürlich allen fehlt, nicht nur uns, vor allen Dingen Ihnen zu Hause. Das ist jedes Mal der tosende Applaus, aber den holen wir dann im nächsten Jahr nach. Nun kommen wir zu den Preisträgerinnen und Preisträgern der zwei Sonderpreise. Der erste Sonderpreis wird gestiftet vom Zonta-Club Südschwarzwald. Er ist dotiert mit 200 Euro und wird immer für eine Künstlerin vergeben. Und der geht in diesem Jahr an Melanie Schamp Berlin. Die diesjährige Gewinnerin des Zonta-Club Südschwarzwaldpreises ist eine Künstlerin mit hoher Sensibilität für Natur und Umwelt. Sie stellte vier wunderschöne Vogelarten in ihrem natürlichen Lebensraum dar. Jeder Vogel ist von natürlichen Elementen umgeben, einem Ast, einem Stein, einem Baumstumpf. Als Medium hat sie sich für einen schwarzen Tintenstift aus weißem Papier entschieden. Und jedes einzelne Detail der Textur hat sie sorgfältig bearbeitet. Die Muster der Vögel und ihre Federn sind alle unterschiedlich in Form, Größe und Feinheit. Ebenso wie die Texturen, alle Zweige und Blätter. Für die außergewöhnliche, meisterhafte Darstellung ihrer Baumkelchen, Braunkelchen, Grauschnepper, Rotkehlpieper und Wasseramsel erhält Melanie Schamp aus Berlin den Sonderpreis Zonta Club Südschwarzwald. Ja, auch von uns herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir zum zweiten Sonderpreis. Der wird vergeben vom Verein Kunst und Diakonie aus Wehr. Und er ist dotiert mit 150 Euro und er geht an Egon Nussbauer aus dem Hause der Diakonie Wehr-Öflingen. Egon Nussbaumer ist ein abstrakter Künstler, der sich durch große Farbschichten auf dem Malgrunde ausdrückt. Für diese Zeichnung auf Papier hat er Pastellkreide verwendet. Gleichzeitig mit vollständig ineinander übergehender Farbe und mit einzelnen Markierungen, die unterscheidbar bleiben. Seine Farbwahl ist minimalistisch und selten wählt er mehr als drei Farben aus, mit denen er arbeitet. Sein künstlerischer Stil erinnert an den von Künstlern wie dem Amerikaner Cy Twombly und Willem de Kooning und lässt sich dem abstrakten Expressionismus zuordnen. Für seine abstrakten Kunstwerk erhält Egon Nussbaumer den Preis Verein Kunst und Diakonie Wehr-Öflingen. So, jetzt wird es wirklich spannend, denn wir kommen zum Höhepunkt des Tages. Wer erhält 2020 den dritten, zweiten und ersten Preis? Der dritte Preis, dotiert mit einem Preisgeld von 200 Euro, geht an Bärbel Morawski, Bernau.
Betrachtet man diese 40 x 30 cm große Zeichnung mit dieser kleinen Figur am unteren Rand der Komposition, fallen als erstes die langen bunten Arme und der große weiße Raum in der Mitte auf. Die Künstlerin Bärbel Murawski hat in wenigen Strichen eine Vielzahl von Farben verwendet. Rot, Pink, Gelb, Blau, Grün, Violett und Braun. Die kleine Figur streckt sich in alle Richtungen und nimmt den Raum um sie herum ein. Sie hat zwei Armpaare, von denen sich eines ausdehnt, um den Raum einzuschließen. Sie ist klein, aber mächtig. Sie ist ein hypnotisierendes Wesen, das in einem bunten Tanz für den Betrachter auf einer Bühne tanzt. Bärbel Murawski erhält für ihre farbenfrohe kleine Zeichnung auf Papier den dritten Preis des Lothar Späth Förderpreises. Öffnen wir das Geheimnis, wer den zweiten Preis gewonnen hat. Das war, der ist dotiert mit 300 Euro und ihn erhält Edith Kleinmichel Berlin. Schon der Titel des Kunstwerks evoziert ein Gefühl von Freiheit. Der Reiter am Meer nimmt die Beobachter, die ihn und die Szene betrachten, nicht wahr. Er und sein Pferd gehen in eine andere Richtung, auf einen Punkt zu, den wir nicht sehen können, außerhalb des Rahmens der Zeichnung. Die Perspektive in diesem Gemälde ist daher eigenartig. Die Protagonisten versuchen nicht, unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Sie sind damit beschäftigt, ihren Ausritt zu genießen. Die Zeichnung erfolgt mit schwarzen, mit Tinte gemalten Linien, die in eine durchgehende, fast ununterbrochene Raster miteinander verbunden sind, das an Metalldraht erinnert. Für ihren Reiter am Meer erhält Edith Kleinmichel aus Berlin den zweiten Preis des Lothar Späth Förderpreises. Ja, nun können wir das Geheimnis vollends auflösen. Es fehlt eigentlich jetzt der große Tusch, aber das machen wir. Da, 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 da! Den ersten Preis, dotiert mit einem Preisgeld von 500 Euro, erhält Heike Schäfer aus Tübingen. Herzlichen Glückwunsch! Originalität ist das erste Wort, um dieses Kunstwerk zu beschreiben. Die Form des Kunstwerks ist unkonventionell, ebenso die verwendete Technik und Medium. Eine runde Collage auf Holz, integriert mit strukturierten Farbschichten, ist eine ungewöhnliche Wahl. Was wir sehen, sind harmonische, zusammengestellte Formen, in unterschiedlichen Medien, mit viel Verständnis für Komposition und Farbgebung. Die Liebe zum Detail ist bemerkenswert. Wenn wir die Formen und Farben betrachten, können wir fast das Wasser durch kleine Eiszapfen fließen hören und uns vorstellen, an einem Wintertag neben einem Bach zu stehen. Zu sehen sind gefrorene Blätter, Zweige und Schnee, die von der Künstlerin mit Papierausschnitten, Farbe oder Kratzen auf der Oberfläche geschaffen wurden. Für ihr schönes Winterbach-Rondo ist Heike Schäfer die Gewinnerin des ersten Preises des Lothar Späth Förderpreises 2020. So, das waren wirklich spannende, ja, 40 Minuten. Wenn man hier das schöne Bild jetzt sieht, alle Preise aufgereiht, ist es herrlich. Wie gesagt, schade, dass wir das nicht mit Ihnen zusammen machen konnten. Elena, herzlichen Dank für deine eindrucksvollen Worte zu jedem Bild. Es war
wie die Faust aufs Auge, hat alles super gepasst. Und ich denke, wir beide gratulieren den Preisträgern nochmal ganz herzlich. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese ganze Veranstaltung nicht möglich ist, wenn man nicht auch über gewisse Sponsoren verfügt. Und hier haben wir das Glück, von langjährigen Sponsoren betreut zu werden. Auf dem Banner hier können wir sehen, wer uns im Moment unterstützt. Es ist noch Platz für weitere Sponsoren. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank heute und ich hoffe, dass Sie uns weiterhin treu bleiben. Bevor ich nun Herrn Bürgermeister aufrufe, die Verabschiedung des Tages vorzunehmen, möchte ich noch auf den Lothar Späth Förderpreis 2022 hinweisen. Hier können Sie Ihre Bilder ab 15. Oktober einsenden. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2022. Die Preisübergabe findet dann im Sommer 2022 statt. Den Termin werden wir natürlich so früh wie möglich mitteilen. Alles andere, die Details dazu, können Sie auf unserer Homepage www.lotherspätförderpreis.de erkennen und herunterlesen. Unser großer Wunsch ist natürlich, dass wir 2022 den Preis wieder mit Ihnen zusammen durchführen können, denn ich glaube, wir haben alle vermisst. So, Elena, wir beide sagen jetzt Tschüss. Noch einmal herzlichen Dank an alle, aber auch an die hier, die uns hier bei diesem Livestream unterstützt haben. Ja, bleiben Sie kreativ und gesund. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Elena Romanzin und Ulrich Delhay ganz herzlich Danke sagen, dass Sie uns heute durch das Programm der Preisverleihung für den Lothar Späth Förderpreis 2020 geführt haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren zu Hause, wir haben hier ganz wenige, Sie haben es vielleicht manchmal gesehen, ganz wenige Gäste in der Halle, aber wenn ich in die Gesichter der hier Anwesenden schaue, dann kann ich Ihnen sagen, wir haben, obwohl wir nur ganz wenige sind, hier 15 Bilder um mich herum, die einfach großartig, die begeisternd sind. Und auch alleine dadurch zeigt sich wieder der Wert des Lothar Späth Förderpreises. Wir hätten in dieser Form diese Bilder so nicht zu Gesicht bekommen. Danke an alle Künstlerinnen und Künstler, die Werke eingesandt haben, und einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch auch im Namen der Stadt Wehr an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Es lohnt sich, hier mit dabei zu sein, und ich glaube, wie gesagt, wenn Sie sich die Bilder anschauen, dann sehen Sie, wie sehr denn auch die Kunst von Menschen mit Behinderung dann wirklich auch uns allen ins Herz gehen kann. Wir haben eine Preisverleihung erlebt und, meine Damen und Herren, ich habe zwischendurch immer wieder, Ulrich Delhay hat es angesprochen, den Applaus vermisst. Ich habe die eine oder andere Umarmung vermisst, die ich gerne mit dem oder der Preisträgerin getan hätte. Ich habe Anne-Sophie Mutter hier in der Halle vermisst. Ich habe Sie alle, auch die Begleiterinnen und Begleiter unserer Preisträgerinnen und Preisträger, die Familien hier in der Halle vermisst. Insofern war es die zweitbeste Möglichkeit, diesen Lothar Späth Förderpreis 2020 zu verleihen. Aber es war im Rahmen der Pandemie, denke ich, die bestmögliche. Ich möchte Ihnen allen an den Bildschirmen zu Hause dann auch Danke sagen, dass Sie dabei sind, dass Sie dabei waren. Viele von Ihnen haben wir ja dann auch auf der Leinwand gesehen und wir haben mit Ihnen still applaudiert. Ich grüße Sie jetzt hinaus nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie auch in dieser hoffentlich Endphase der Pandemie gesund. Und genau, vielen Dank. Und
nehmen Sie wieder teil am Lothar-Späth-Förderpreis 2022. Ulrich Delhay hat es gesagt, ab Mitte Oktober ist dann die Ausschreibung wieder da. Und ich kann ja auch nur an die Worte von Anne-Sophie Mutter anknüpfen. Im Sommer 2022 treffen wir uns hier in der Stadthalle und dann knüpfen wir an das an, was wir heute erlebt haben, aber auch an das, was wir in den vergangenen 15 Jahren erlebt haben. Vielleicht hat sich jetzt die eine oder die andere Preisträgerin gefragt, ja, und wie wird es denn jetzt mit den Urkunden? Das war das, was mir Ulrich Delhay gerade noch zugeflüstert hat. Natürlich wird alles, sowohl das Preisgeld als auch die Urkunde, nicht digital, sondern physisch auf dem üblichen Post- und Bankenweg dann zu Ihnen kommen. Von daher haben wir jetzt nach dieser Verleihung auch noch ein bisschen Arbeit hier. Aber Sie dürfen sich freuen auf das, was Ihnen per Post denn zugeht. Und in diesem Sinne grüße ich Sie alle aus Wehr in das Land hinaus und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Und wir beenden diese Preisverleihung des Lothar Späth Förderpreises 2020 jetzt noch einmal mit einem Musikstück von Gregori Mundroff. Und Herr Mundroff, auch Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Der Rahmen mit Ihrer Musik, der war für uns, der ist für uns ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, er ist auch für die Preisträgerinnen und Preisträger draußen im Land ganz wichtig. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, wir bleiben in Kontakt. Alles Gute aus Wehr. Lieber Herr Tatar, vielen Dank. Stichwort Applaus. Jetzt kommt der Rauschmeißer. Und bei der Rauschmeißer können wir alle applaudieren. Vor dem Rauschmeißer, nach dem Rauschmeißer und sogar während des Rauschmeißers. Und ich bin mir ganz sicher, dass alle, die uns jetzt weltweit zugeschaltet sind, werden auch mit applaudieren. Applaus ist die ganze Zeit erlaubt. Sind alle bereit? Applaus.